Wir stellen Ihnen heute eine aufstrebende Wiener Sängerin vor, die so richtig Schwung ins Studio zaubern wird. Patricia Hill ist ihr Name. I Know What I Want heißt ihre aktuelle Single und da schauen wir gleich mal rein. Can't stop thinking about you. Day and night, I'm dreaming of you. Also Patricia Hillinger alias Patricia Hill und sie ist jetzt bei mir im Studio. Schön, dass ihr da seid. Danke, wir freuen uns auch sehr. Patricia, mit deinem Gitarristen. Ja, Lionel. Lionel, schöner Name. Und wir hören heute noch was von dir, was brandaktuell ist. Aber zuerst wollen wir natürlich ein bisschen was von dir wissen. I Know What I Want. Ja. Und das offensichtlich schon sehr früh, seit dem vierten Lebensjahr machst du Musik. Wie hat das angefangen bei dir? Also Musik war immer schon in mir. Ich hatte zwei ältere Brüder und die haben das eigentlich so entfacht, diese Leidenschaft in mir. Die haben eine riesige Boombox im Kinderzimmer stehen gehabt und haben damals noch in den 90ern eben den DJ Bobo und diese ganzen Dance-Hits gespielt. Und ich habe mich in der Windelhose hineingeschlichen und habe dann dazu getanzt. Süß. Pausenlos. Und ja, und meine Mutter war auch sehr musikalisch. Sie hat immer Musik im Haus gespielt, beim Kochen überall. Haben wir getanzt, gesungen und ja. Hast du dann irgendwann auch ein Instrument gelernt oder blieb es beim Instrument deiner Stimme? Querflöte habe ich gelernt, 7 Jahre lang. Cool, das ist gar nicht so leicht, gell? Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil ich mich eben nicht begleiten kann und gleichzeitig singen, aber es ist ein schönes Instrument und ich bin froh, dass ich es kann. Wie ist es dann weitergegangen? Weil in Österreich Musik zu machen ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema und du hast dich trotzdem durchgekämpft, auch mit Nebenjobs oder wie ist es dann weitergegangen von der Leidenschaft weg? Also ich bin ursprünglich aus Reichenau an der Rax und bin dann im Zuge meines Studiums nach Wien gezogen und war dann auf der Suche nach einer Band. Und es hat sich dann eben ergeben, dass ich dann 2015 mein Soloprojekt starte. Ich habe vorher in verschiedenen Bandformationen gesungen und habe meine ersten Erfahrungen gesammelt, habe bei diversen Gesangswettbewerben mitgemacht. Und dann 2015 war es soweit, dann meine eigenen Songs. Meinen Pianisten, den Wolfgang Bayer, habe ich kennengelernt. Mhm. Der hat meine ersten Songs geschrieben, meine ersten Original Songs als Patricia Hill. Mhm. Und ja, dann ist das eben so ins Rollen gekommen. Ja, das schön. Patricia Hill Projekt. It was meant to be, so ein genau, bisschen. Ja. Also es war schon auch so ein bisschen schön ab dein Weg. Ja. Ich wollte immer Solokünstlerin sein und ich habe das schon als Kind, war das mein Traum, einmal meine eigene Band zu haben und meine Musik zu machen und zu wissen, das ist mein Stil, das möchte ich sein. Was ist als dein Musikerin. Stil? Was willst du sein? Ja. Ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich möchte jetzt nicht nur in einem Genre sein oder in eine Schublade gesteckt werden. Mhm. Deswegen, ich mag verschiedene. Ich mag Dance, Pop, R&B, Soul. Und das ist eben auch unsere Musik, die wir spielen. Ich liebe Balladen, Dance-Songs, Uptempo. Also wir mischen alles. Das alles so ein Für bisschen. Für jeden ist was dabei. Genau, genau. Ja, ich glaube, so kreiert sich sowieso sein eigener Stil ein bisschen. Mhm. Wenn man das mischt, was einem gefällt, kommt dann der eigene Stil raus. Du bist dann sogar schon auf Tour gegangen. Wie ist das gekommen? Ja, wir waren 2018, waren wir das erste Mal im Trio in London mit meiner Band und da haben wir unsere Original Songs präsentiert vor englischem Publikum und das war eine super Erfahrung, die uns auch sehr als Band jetzt zusammengeschweißt hat, weil man eben auf längere Zeit auf engem Raum miteinander
zu tun hat und den anderen besser kennenlernt. Und ja, und das hat uns eben auch beim Songwriting jetzt eigentlich geholfen, weil wir kennen einander besser und wir wissen, wie wir aufeinander eingehen und was dem anderen seine Vorlieben sind. Und ja, wir haben davon profitiert. Das heißt, jetzt in der Corona-Zeit hast du mit deiner Band zusammen, ihr lebt zusammen, oder wie? Nein. Er wohnt ganz in der Nähe von mir. Ich bin aus Otterkring und er wohnt in der Haberlgasse. Ja, Haberlgasse, jetzt wissen wir alle. Und jetzt habe ich es nicht so weit. Und jetzt wissen wir. Macht nichts. Und ja, da treffen wir uns eben und dann... Wird gemeinsam. Genau, oder er kommt zu mir. Ich habe mir jetzt mein eigenes Studio eingerichtet zu Hause. Auch während der Corona-Zeit hatte ich endlich die Möglichkeit, mir mein kleines Eck eben einzurichten zu Hause, wo ich meine Arbeit machen kann. Und ja, es hat was gebracht. Ihr seid so fröhlich und positiv. Das ist so schön zu sehen, dass es auch Künstler gibt, an denen die Corona-Krise natürlich nicht spurlos vorübergegangen ist, aber die das irgendwie genutzt haben. Und das habt ihr dementsprechend auch gemacht und habt ein neues Baby geboren. Richtig, zwei sogar. Zwei Babys habt ihr geboren. Ja. Und das in 3 Monaten. Ja, leider nicht mehr. Es sind noch mehr, aber nur ansatzweise. Aber die sind jetzt, sagen wir mal, ausbaufähig und fertig, dass man sie präsentieren kann zum ersten Mal. Wir haben heute eine Premiere. Ja. Ihr habt ein Stück mitgebracht, das ihr aus der Corona-Zeit mitgenommen habt. Worum geht's? Wie heißt's? Der Song heißt At Night. Und ich habe mir eben Gedanken gemacht, eben auch, weil man, also wenn man am Abend im Bett liegt, das ist eigentlich die Zeit, wo man beginnt, über Dinge nachzudenken, über sich selber. Vielleicht, wenn man verliebt ist, über die Person, die man liebt. Und ja, ich frage mich eben, do you get emotional at night? Beginnst du nachzudenken, über was denkst du nach? Mhm. Und es ist ein Liebessong, also es geht um Liebe. Und sehr schön. Ja. Da hören wir gleich mal rein. Seid ihr ready? Ich hoffe, ich habe das gut beschrieben. Zum ersten Mal. Die Musik erhalten sich immer schön im Hintergrund. Ja. Du darfst auch was sagen, Lionel. Nein, passt. Ich spiele. Er spielt. Wunderbar. So, jetzt, the stage is yours. Ja. Ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Das ist die Premiere mit Patricia Hill, Lionel at Night. Ja. Imagine to feel the touch of your tender love. Oh, all days and nights I'm longing till the end of time. Do you get emotional at night? Let me know, baby. I've drawn in you, my heart just won't let me be right. Tell me now.
emotional, aber trotzdem so ein Pep drinnen. Ja? Ja. So, man könnte sagen, typisch Patricia, typisch Patricia Hill, so ein bisschen ein positiver Aspekt, so ein bisschen dancing, genau. Ist das so dein Ding, oder? Ja, es hat sich jetzt dieser Satz entwickelt, auch während der Corona-Zeit, der unsere Musik am besten beschreibt. Feel good music with dramatic aspects. Okay. Auf das bin ich stolz. Eine Wolkenmusik in einem mit dramatischen Aspekten. Genau, richtig. Das war vom Lionel. Nein, das war eigentlich mein Freund. Hat das geboren, ja. Ausgezeichnet. Ja, jeder braucht einen sogenannten Claim. Ausgezeichnet. Genau. Du, sieht man euch in der Corona-Abspeckphase jetzt sozusagen auch irgendwo wieder? Seid ihr unterwegs? Oder ja, glücklicherweise online? Jetzt kommt wieder alles so ins Laufen. Genau, wir ja. haben unseren ersten Auftritt jetzt am 6. Juni im Shibin International Pub als Trio. Also wir haben noch einen dritten Kollegen, der Percussion spielt, geil, aus Italien, ein Italiener, und der wird uns begleiten. Und dann am 10. Juli sind wir in Wiener Neustadt. Schön. Im Café Stadler. Jetzt geht's wieder los. Ja. Ausgezeichnet. Und man kann natürlich auch online in deine Musik reinhören. Man kann natürlich Patricia Hilling oder patriciahill.at? patriciahill.at. Das ist die Adresse. And I Know What I Want und ist natürlich jetzt draußen. Und sehr gut. Man findet dich, man findet euch. Wunderbar. Toi, toi, toi für eure Musik. Vielen Dank. Nicht nur at night, sondern auch untertags. Richtig. Alles Liebe euch und danke, dass ihr da wart für die schöne Premiere. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.